Also ganz egal, was jetzt ist, wir werden uns auf jeden Fall jetzt diesen Boy anschauen, wie er sich im PvP schlägt. Auch wenn ich ihn nicht auf 6 Sterne bekommen habe, 200 Siegkräfte fehlen noch, dann wäre er für mich erstmal so fein. Aber trotzdem, bevor ich das mache, will ich das erste Showcase auf jeden Fall schon mal raushauen, sodass wir mal sehen, was der Boy so drauf hat, obwohl ich das schon des Öfteren gesehen habe. Aber ich will selber mal ein Gefühl dafür bekommen, was wir so mit dem Boy hier anstellen können an unseren Gegnern. Und ich glaube, ich muss euch nicht viel sagen. Er hier ist quasi der Vegito Blue für Fernangriffe. So kann man es eigentlich ganz gut beschreiben, was seine einzigartige Leiste angeht. Doch das Verrückte an ihm sind nicht nur, dass er diese einzigartige Leiste hat wie Vegito Blue, sondern dass auch seine grüne Karte total absorbt ist, wenn sie die Energieblast des Gegners absorbiert. Er macht sich selbst immun, er nimmt Ki des Gegners, er versiegelt die Hauptfähigkeit, er versiegelt den Rising Rush des Gegners, er gibt uns, also er gibt sich selber nochmal seine Vanish-Leiste zurück, er kann wieder dodgen, er füllt seine einzigartige Leiste um 100%, er bufft seinen Fernangriff, senkt das Ki des Gegners hier auch nochmal um 50%, also er hat gar kein Ki. Der Gegner kann auch keinen Verschwinden-Step ausführen. Der Gegner kann nicht auswechseln, hat ein Verbot. Er kann gar nichts machen. Es sei denn, der Gegner hat einen Ulti oder einen Fernangriff, also eine blaue Karte, wenn ihr auf ihn losgeht, dass er die euch reingedrückt wird. Aber das sind die einzigen zwei Möglichkeiten. Ansonsten machtlos, wenn ihr den Keyblast des Gegners absorbiert. Das Toxische aber hier dran ist nicht nur das. Selbst wenn ihr jetzt hier mal sowas ausführt, ist das, was mit dem Charakter jetzt einhergeht, nochmal dieses Toxische, dass er, wo haben wir es hier, irgendwo steht es, hier müssen wir irgendwo runtergehen, hier, bei Treffer des dritten Tippangriffs, Tippschuss oder Schnellangriffs treten folgende Effekte in Kraft. Füllmenge der eigenen einzigartigen Leiste 50% ab, Schlagspezialangriffe des Gegners werden versiegelt. Und das für 2 Zeiteinheiten. Das ist so lächerlich. Er hat einen Deckungswechsel, da könnt ihr die Ulti oder die blaue dranhängen. Und ansonsten wird sogar auch bei Superdeckungswechsel eine Karte beim Gegner zerstört. Und als nächstes zieht man selber sogar die Ulti. Ihr habt zweimal die Ulti verfügbar. Und ansonsten, wenn er die Leiste voll kriegt, dann ist es also vergleichbar wie mit Vegito. Von daher, hier riesige Paragraphen in seinen Fähigkeiten. Und Wartezeit von Verbündeten wird sowieso auch nochmal reduziert, wenn der Gegner einen Rising Rush ausführt, und er will vor allem auch, dass der Gegner so richtig dezimiert wird erstmal, also dass wenn Last Man Standing beim Gegner ansteht, dann macht der umso mehr Schaden nochmal bei diesem letzten Gegner. Und das wollen wir alles jetzt mal austesten mit einem Team für ihn gebaut, mit einem Unterstützungstyp Gillette Vegeta und einmal Super 17, besser gesagt Dragon Ball Super 17, das trifft es eher, aus dem TUP. Die drei Charaktere wollen wir mal dort reinpacken in dieses Team. Bei Vegeta, also Bulla ist es ja eher gesagt, ist es so, dass der Charakter eher schlagangriffsorientiert ist, aber mit Fernangriff macht sie auch eigentlich gut Schaden. Und wir sind Hauptfokus jetzt hier auf Fernangriff. Was die Equips angeht, da habe ich dem Boy einmal die Equips gegeben, die er soweit auch braucht. Das ist einmal hier für GT Cyborg, Lebensenergie, Fern- und Schlagangriff, als auch finale Angriffsschaden und Lebensregeneration. Das ist jetzt das neue Effekt-Equip für ihn. Dann haben wir das Platin-Equip hier, welches wir aus dem Teamkämpfen, glaube ich, war das, bekommen können. Da hatte ich sehr viel Glück gehabt, so eins zu bekommen auf C im ersten Slot. Beide Verteidigungstypen. Und wenn GT und zugleich Charakter Nummer 17 Kampfmitglieder sind, eigener Schlag- und Fernangriff 8,8. 5% ab. Nehmen wir auf jeden Fall an. Und dann zu guter Letzt auch nochmal hier dieses Equip, weil er ist ein GT-Charakter. Und wenn wir jetzt mal hier reingucken in seine Kategoriezugehörigkeit. Er ist ein fusionierter Kämpfer. Das heißt, wir können dieses Platin-Equip, welches er eigentlich für Gogeta gedacht ist, ihm geben. Und dann kriegt er nochmal rein Fernangriff und rein Schlagangriff obendrauf zu den Basisfern- und Schlagangriffen und Lebensenergie. Wir wollen ihn offensiv pushen. Und das machen wir auch, indem wir auf der Bank einfach mal 2 Zenkai-Buffer für ihn haben. Wir haben C21, wir haben Super C13 und wir haben nochmal HP-Buffer C21, die Lilane auf der Bank. Die hier bufft jetzt nicht so stark die roten Charaktere. Das ist jetzt nur 25% Fernangriff, weil das halt ein Free-to-Play-Charakter ist. Aber wir nehmen es auf jeden Fall an. Dasselbe auch hier mit Super 13. Der bufft Fern- und Schlagangriff. Wir sind hier total offensiv. Und
super bei C17 aus dem TOP bin ich auch sehr offensiv gegangen, auch ein bisschen Schlagangriff gegeben, kann auf jeden Fall nicht schaden. Deswegen, ich bin mal gespannt, wie sich das Team macht. Rein auf die Fresse geben ist das Motto heute. Schauen wir mal, ob uns das gelingt oder nicht. Gegen 17 Goku Bad. Oh mein Gott, was ist das für ein Team? Lul. Aber hier gehen wir natürlich mit Buller zuerst rein, um von den Buffs zu profitieren, die uns gibt, wenn sie wieder in den Bereitschaftsmodus zurückgeht. Deswegen erst mit Buller rein und dann sollte 17 ganz gut fetzen können. Okay, Vegeta. Ja, das ist jetzt unfortunately bad. Gehen wir mal direkt in ihn rein. Wir tanken. Oh, wir tanken das gut. Wir tanken das sehr gut. Ja. For real? Er geht direkt drauf. Okay. Gleich haben wir unsere Leiste voll. Noch einen Angriff. Danke. Der hört jetzt eh nicht auf anzugreifen. Wir können ruhig drinnen bleiben. Perfekt. Wir ziehen zwar noch eine Karte, aber mal gucken, wie viel. Oh, Great Ape. Das war. Oh, oh. Das war nicht das, was ich machen wollte. Ich bin da tatsächlich drauf gekommen. Hallo? Say why. Say why. Warum ist es denn jetzt wieder so, dass die Verbindung abgebrochen ist und ich jetzt hier wieder jedenfalls mit dem Bot zu tun habe? Meinetwegen. Ignorieren die eigentlich Endurance? Fragezeichen. Ich weiß es nicht. Okay. Okay. Da gehen wir direkt wieder ein Buller raus. Perfekt. Ist so ridiculo, dass wir jetzt einfach hier ihn so weghauen können. Und bye bye 17. Ich glaube aber, der ist immer noch da. Genau das. Da können wir leider nicht mit 17 den Finisher raushauen. Aber wenigstens sind wir einen LF hier. Und ich glaube, der war da gewesen. So wie er gesteppt ist und wie er gewartet hat, das war jetzt kein Bot gewesen. Aber ich hatte die Vermutung. Diese Unterbrechung war relativ seltsam. Und wenn ich jetzt mal bei mir gucke, WLAN ist da. Ich bin nicht irgendwie gewechselt in mein Datenvolumen rein oder so. Das ist ganz kurios. Aber hat auf jeden Fall schon mal, ja, hat schon mal Bock gemacht. Der Damage ist auf jeden Fall da, auch gegen Typen Vorteil, weil er geht ja relativ schnell auf Typen neutral, deswegen passt das schon. Wir haben jetzt hier auch ein Androids-Team, sind wir im Grunde auch, nur dass wir Buller dabei haben. Mal gucken, wie wir uns hier schlagen. Cell ist natürlich ein guter, auch eine gute Möglichkeit, sein Team aufzubauen.
Perfekt. Da können wir direkt weiter raufgehen. Okay. Oh, sehr gut. Ich glaube, der Cell hat einen Deckungswechsel gegen Schlagangriff. Wir hauen schnell wieder zurück. Der hat eine AOE, grüne. Nein! Verdammt! Was passiert hier? Sicherheitshalber bin ich mal rausgegangen, weil ich weiß jetzt nicht, was er vorhat. Gehen wir direkt wieder in 17 raus. Einfach mit der Ulti drauf. Wir ignorieren Endurance. Von daher. GG. Und wir machen AOE-Schaden. Das kommt ja auch noch dazu. Das habe ich ganz vergessen. Kommt alle sabbern. Du kannst nichts machen. Alter. Alter, das ist ja sowas von unfair. Natürlich fressen wir auch ein bisschen Schaden, ne? So ist es nicht. Vor allem, man merkt also die Zenkai-Buffs und auch, dass hier, der ist ja normalerweise ein Fernangriffstyp, dass der Schlagangriff auch abnormal gut ist. Aber ich glaube, die Differenz ist gar nicht so groß. Das ist auf jeden Fall ein Charakter, wo es sich gelohnt hat, die CC reinzubuttern. Und es geht weiter mit einem GT-Team. Bulla und C17 und die neue Pan. Bin mal gespannt. Er hat zwei Supporter so gesehen. Deswegen, da müssen wir aufpassen. Der Damage wird richtig reinscheppern, wenn er uns erwischt. Aber er muss es erstmal erwischen. Wir dürfen also keine Fehler machen. Wichtig. Wichtig. Gehen wir erstmal mit dem Schlagangriff drauf. Wir ignorieren eh Deckungswechsel. Oh, Paralyse. Alter, diese Ki-Regeneration. Was ist das? Was ist das? Der Arme. Moment, was ist gerade passiert? Das ist kein Ki-Blast, das wird nicht gewertet. Sie wirft mit Steinen, das kann er nicht absorbieren. Es wird nicht als Ki-Blast gewertet. Sieh einer an. Wir müssen also auf Bulla. Ey, Bulla ist ja richtig krank, was das angeht, dass die einfach mal die Mechanik von ihm aushebelt. Aber das werden wir jetzt dafür sorgen, dass das nicht mehr passiert, weil sie ist jetzt down. Okay, ein bisschen zu spät. Und da ist der LF. Ich bin, glaube ich, gar nicht ausgewechselt mit Anasai. Also, doppelt Support zu spielen, ist nicht immer so eine gute Idee. Und wir stehen einfach da. Geil.
Und jetzt. Zack. Kyofu steht hier. Ich lehre dich die Angst, mein Freund. Mit Gogeta dabei. Bin mal gespannt, ob das gut wird. Mal sehen, ob wir hier nochmal so gut ausrasten. Und den Gegner einfach nur mit C17 beiseite hauen. Ich glaube es nicht bei dem Team, aber weil zweimal Support wie eben, das ist normalerweise so ein zweischneidiges Schwert oder so eine Glaskanone eher. Das kann gut nach hinten losgehen. Das Team ist ja recht ähnlich, wie ich es jetzt habe, nur dass er anstelle F17 noch den Gogeta hat. Da gehen wir direkt drauf. Oh mein Gott. Geht zurück. Perfekt. Wir ignorieren wieder Deckungswechsel, weil die Leiste wieder voll ist. Und das war's mit Bulla. Oh, dein Fehler, mein Freund. Er kann nicht, er kann gar nichts machen. Ich gehe einfach drauf. Er kann nichts machen. Wenn ich jetzt im Fernangriff draufgegangen wäre, dann hätte er eine Panzerung gehabt. Das wäre, hätte auch wehgetan, aber... Oh mein Gott, der Schaden. Dann hätte er... Dann wäre aufgegeben. Aber hier, er... Er hat kein Leben gehabt, wirklich. Okay. What the heck? Was ist hier los? Der ganze Schaden hat dafür gesorgt, dass er wahrscheinlich einfach rausgegangen ist. Keiner weiß. Alter, C17. Ich muss den Boy, glaube ich, einmal rausnehmen, damit sich das Game wieder beruhigt. Das überlebt er, klar. Denk dran, die Steine. Wir können direkt drauf. Das war's dann. GG an der Stelle. Alter, es hat sich so gelohnt, für den alles zu geben. Unsere Taten tragen Früchte. Das hier war ein erstes gutes Showcase. Es war auch wieder ein bisschen holprig, was die Verbindung und so weiter anging, aber es hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Ich habe noch ein paar andere Teams im Petto, die ich mir so überlegt habe, die ich noch spielen möchte und wo ich ihn austesten mag, aber hoffentlich komme ich bis dahin auch nochmal auf 200 weitere Siegkräfte, die ich in ihn reinbuttern kann, damit er auf 6 Sterne kommt. Aber das für die Zukunft. Freut euch schon mal drauf. Lasst mich gerne wissen, was ihr über ihn denkt, wie ihr das Showcase gefunden habt. Gerne die Kommentare und einen Daumen hoch da lassen, wenn euch das Video gefallen hat. Wir sehen uns dann bei den weiteren Videos. Macht's gut, bis dahin und ciao.